jetzt eine neue Folge Fußballmanager aufnehmen, was ich ja auf YouTube relativ oft präsentiere. Aber das ist mir gerade gar nicht nach, weil wir heute Nacht doch eine relativ üble Situation in Österreich hatten, in Wien genauer gesagt. Und im Normalfall bin ich immer unter Freisprech unterwegs. Ne? Also ich rede, wie ich gerade denke, und hatte aber irgendwie jetzt das Bedürfnis, mal meine Gedanken so ein bisschen zu sortieren, weil das sonst ein bisschen ausgeartet wäre. Wahrscheinlich der ein oder andere kennt mich ja auch. Ich drehe mich da manchmal im Kreis und wiederhole mich oder fahre ganz andere Schienen sonst wohin. Und ich habe mir gedacht, ich muss mich irgendwie mal das mir von der Seele schreiben, reden, wie auch immer, mich kenntlich setzen, weil mich nervt gerade was tierisch. Ich komme aber gleich noch drauf. Meine Fußballmanager-Community, die kennt mich ja auch schon, dass ich immer mal wieder zu menschenverachtenden, rassistischen, asozialen oder einfach auch widerlichen Situationen immer mal in meinem Video mich äußere. Und das möchte ich jetzt hier eigentlich auch mal tun, aber ohne irgendwie, dass es zwischen den Spielinhalten verloren geht. Das Video hier beruht auf meiner persönlichen Wahrnehmung und es ist daher in keiner Weise irgendwie fachlich oder wissenschaftlich belegt. Sollte ich jetzt irgendwie mal, das ist doch Fakt oder es ist doch Fakt oder es ist doch so irgendwie sagen zwischendurch, dann nimmt es mir bitte nicht persönlich, sage ich mal, dann ist das umgangssprachlich gemeint. Ich versuche sowas aber möglichst zu vermeiden, weil es hier eben nicht um irgendwie ein Video geht, was auf irgendeiner wissenschaftlichen Basis ist. Das ist einfach meine Meinung. Ich habe gestern in Österreich, also wir hatten gestern Stream offen bei mir und gestern Abend ist dann in Österreich, genauer gesagt eben in Wien, richtig krass furchtbar ist passiert. Also dieser Anschlag, der gestern da passiert ist und vorher auch schon in Frankreich mehrere Anschläge passiert sind, es ist einfach furchtbar und ekelhaft und es sind unfassbare Dinge. Und gestern war dann mir irgendwie, das war so der Dosenöffner für mich oder dieser Tropfen, den man so kennt fürs überlaufende Fass oder wie auch immer. Und da sind einfach ekelhafte und widerliche Lebewesen losgezogen. Die haben im Namen von wem auch immer, ist mir auch scheißegal, eigentlich um sich geschossen und Sprengstoff benutzt in eben Wien in Österreich. In einem Land, in dem ich auch oft unterwegs bin, einfach was halt ganz nah bei mir ist, wo ich viele Leute kenne, wo ich einfach eine ganze Zeit auch meines Lebens verbracht habe, auch wenn es eher hobbymäßig und urlaubsmäßig ist. Und deshalb ging mir das auch auf jeden Fall nah. Ich habe erstmal ein paar Leute angerufen, ob da alles okay ist. Die wohnen aber zum Teil einfach auch nicht mehr in Wien. Das wusste ich jetzt nicht mehr unbedingt, aber es tut auch nichts zur Sache. Also Stand jetzt gab es 4 tote Menschen und den erschossenen Terroristen oder einen der erschossenen Terroristen sind wohl noch einige auf der Flucht, die hoffentlich gefasst werden. Und ich habe das gestern dann im Stream mitbekommen. Wir haben so gegen 22:30 oder 21:30, ich weiß nicht mehr genau, Nachrichten überflogen und da waren wir alle relativ schockiert. Und einer meiner Zuschauer, der kam später noch dazu, der wohnt sogar mitten in Wien, dem geht's gut, aber der hatte dann noch so 2, 3 Sachen, die er sich auch von der Seele reden wollte, was ich nachvollziehen konnte. Und es war auf jeden Fall ein hartes Programm gestern. Eigentlich auch egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit, aber irgendwie hat mich das dann doch nicht losgelassen. Und habe dann gestern natürlich weiter noch die Nachrichten verfolgt, auch als ich den PC aus hatte. Unter anderem war ich dann logischerweise auch in den sozialen Netzwerken unterwegs und ja, da kommt jetzt eigentlich das, worauf ich hinaus will, weil da kam mir echt die Galle hoch, da war noch kaum was bekannt und so und was man da lesen muss, da war zu der Zeit rudimentär bekannt, ja, wie die Sachlage ist, alle seriösen Medien, die haben gemeldet, ja, mutmaßlich dies und wahrscheinlich das, ne? Also keine Festlegung, was ja total richtig eigentlich auch ist, man muss ja irgendwie informieren, aber man kann dann noch nicht sagen, das ist so, vollkommen richtig so, aber das Internet, das war schon am Rollen. Ey. Und da ganz ehrlich, da darf man nicht einfach drüber scrollen, habe ich langsam das Gefühl. Das kann man nicht einfach ignorieren und stehen lassen. Da sammelt sich nämlich auch ekelhafter Mist an. Und das ist so ein bisschen das Ziel von diesem Video. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es online stelle. Ich mache es einfach mal für mich und vielleicht stelle ich es online, vielleicht aber auch nicht. Neben den üblichen ausländerfeindlichen und rassistischen Äußerungen, die dann in alle Richtungen gehen, egal ob Nationalität oder Religion, ist ja wurscht. Da gibt es ja offensichtlich auch ein paar Meinungen oder Lösungsvorschläge, sage ich mal, in Anführungszeichen natürlich, die sich da immer wieder wiederholen. Und das habe ich keinen Bock mehr drauf, da irgendwie das so hinzunehmen. Ich schreibe da immer schon zu, aber es nervt einfach. Ich finde es einfach widerlich und asozial und keine Ahnung. Da soll mein Plädoyer bei lauten, lasst euch nicht vor den Karren spannen. Und zwar vor dem Karren, ne? Also da laufen die dummen Eseln und die ziehen den Wagen, also den Karren, dahin, wo der drauf sitzt mit der Peitsche und peitscht, es möchte. Und lasst es nicht mit euch machen.
Wer da in dem Fall meiner Meinung nach der Peitschende ist, das sind die Personen, die Hass schüren wollen, die Chaos stiften wollen, die einfach, weiß ich nicht, Krieg wollen, die einfach unzufrieden sind, keine Ahnung, was der Grund ist, aber die Hass schüren wollen. Und egal welcher Couleur, egal aus welcher politischen, religiösen oder ethischen Ecke das kommt, ist mir vollkommen wurscht. Leute, die hassen, das sind die, die das jetzt ausschlachten. Und das sind die, die euch vor euren oder nicht vor euren, vor deren Karren spannen wollen. Lasst es nicht zu. Passt auf, wem ihr da hinterherlauft, aus reiner Wut oder aus reinem Ärger heraus. Und da wollen einfach Leute Hilfe, oder da wollen Leute mit Hilfe von Hass weiter spalten, Freiheiten, die über Generationen und Jahrzehnte erworben wurden, mit Hilfe von Hass eben auch wieder ausschalten. Das passt nicht in unsere Welt oder nicht in meine Welt, in der ich lebe, in der ich denke. Und ich hoffe auch bei vielen bei euch nicht. Deren Meinung und deren Lebensart wollen die anderen aufzwingen mit ihrem Hass, mit ihrer Wut, mit ihrem Ärger. Lasst es nicht zu. Also ich möchte betonen, dass ich hier mit diesen Menschen, also die schüren wollen, widerliche Arschlöcher meine, ne, und keine Volks- oder Religionsgruppen. Widerliche Arschlöcher gibt es nämlich überall und die gab es auch überall und die wird es immer überall geben. Einen gewissen Teil. Das lässt sich nicht verhindern. Das ist halt so. Das ist egal, ob du im Osten, im Westen, im Norden, im Süden der Welt geboren bist, ob du dick bist, ob du dünn bist, schlaue, dumme Leute. Ist scheißegal. Es gibt überall Arschlöcher. Und da müsst ihr aufpassen, wem ihr da hinterher rennt, auf jeden Fall. Wenn ihr da jetzt mit aufspringt und eure Wut oder Hass da nicht irgendwie gegen diese widerlichen Arschlöcher richtet, sondern halt gegen Leute, die ähnlich aussehen wie die, die ähnliche Gegenden kommen, die ähnliche Sprachen sprechen, ähnliche Dinge essen oder, keine Ahnung, ähnliche Computerspiele spielen. Wenn ihr da eure Wut auf die verteilt, dann seid ihr schon kurz vor dem Karren. Deshalb, wenn ihr Wut habt und Ärger habt, dann ist das vollkommen verständlich. Aber rennt nicht hinterher und sagt, ja, das sind alle die und alle die und alle die. Sondern das sind diese konkreten Personen, diese Arschlöcher, die irgendwas machen. Egal ob rechts, links, ob islamistisch, ob buddhistisch, ob scheiß drauf. Vollkommen egal. Vollkommen wurscht. Aber ich kann vollkommen verstehen, dass nämlich keiner befreit von, dass man seinen Vorurteilen auch schon mal freien Lauf lässt. Zum Beispiel ich gestern im Stream, als dann in den ersten Meldungen hieß, dass es da bei einer Synagoge irgendwie passiert sei, da habe ich erstmal gedacht, oh ja, da sind wieder die asozialen Kack-Rechtsradikalen unterwegs oder die Antisemiten oder so. Ne? Und da ist dann auch erstmal Schubladendenken angesagt, auch bei mir natürlich. Und das ist fernab von Fakten oder von Erkenntnissen, sondern es war das einzige Erste, was mir da in den Kopf kommt. Und das ist auch erstmal okay für den allerersten Moment. Aber danach muss man dann wieder gucken und reflektieren und sich klar machen, das sind eben nicht die einen oder die Ausländer, die Türken, die Deutschen, die Moslems, die Christen, die Killerspielezocker oder die Kiffer oder welche Gruppe auch immer bei irgendeinem Problem da einem im Kopf kommen. Passt da bitte auf. Lasst euch da nicht von irgendwelchen Gruppierungen direkt in eine Richtung drängen von eurem Denken. Überlegt und guckt, wer ist es denn? Und wenn da einer Scheiße baut, dann ist es der eine. Und nicht noch irgendwie seine, keine Ahnung, fernen Verwandten, die ihn überhaupt nicht kennen oder die einfach nur im selben Land leben oder was auch immer. Diese widerlichen Arschlöcher, die sind daran schuld, wenn was passiert. Der eine, der den anderen schlägt, der eine, der die anderen mobbt, der eine, der drangsaliert, der eine, der andere tötet und nicht irgendwie irgendwer anders. Wobei, so ein bisschen muss man dann doch sagen, also es ist der eine und alle anderen einen, die das Gleiche machen und aus vielen einen wird dann irgendwann ein Netzwerk, eine Gemeinschaft, eine Ideologie oder was auch immer, wie man es immer nennen möchte. Und die sind es dann. Diese Gruppe von einer Riesengruppe, Menschheit oder Volk oder was auch immer. Aber nur weil jemand einem ähnelt, der eben in so einer Gemeinschaft, in so einer Ideologie oder was auch immer ist, heißt das nicht, dass der auch diese widerlichen Denkrichtungen hat. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn jemand in irgendeiner Ideologie festhängt und jemand sieht einfach aus wie er oder riecht wie er oder kommt aus derselben Ecke oder spricht dieselbe Sprache, dann heißt es nicht, dass der auch dieser Ideologie anhängt. Das ist einfach nicht so. Ihr müsst euch den individuellen Menschen angucken, den einen Typen oder die fünf, die irgendeine Scheiße machen und nicht irgendwie Hunderttausende über einen Kamm kehren. Und das ist nämlich eigentlich nie der Fall und es ist auch fast immer genau anders. Schwierig. Ich merke gerade, manchmal helfen auch so Notizen gar nicht so. Was ich ja sagen will, auf jeden Fall, bewertet einen Menschen dann nicht danach, was ihr an ihm seht oder was der für unwichtige Handlungen macht, was er für Brot isst oder sowas oder keine Ahnung, sondern an seinen Aussagen, an seinem Umfeld
mit dem er sich gerne abgibt, weil das sagt auch viel über einen Menschen aus, wo du gerne bist, nicht dein Umfeld, wo du irgendwie reingeboren bist und sagst, ey, eigentlich ist hier alles kacke und ich finde die Leute auch kacke und ich mag es hier nicht und hier ist hässlich oder hier ist scheiße und hier ist blöd oder so, sondern wo er sich gerne aufgibt, wo er freiwillig hingeht, wo er sagt, ah, das ist meine Truppe, hier gehöre ich zu, da musst du drauf gucken. Mit was für Leuten gibt er sich freiwillig ab und warum? Und natürlich seine Handlung. Nach seinen Handlungen muss ein Mensch beurteilt werden. Und nicht nach seinem Aussehen. Der kann für sein meistes Aussehen nicht. Und manches Aussehen ist auch wurscht, wie er aussieht oder wo er herkommt. Wenn jemand in der Kneipe zum Beispiel sagt, dass alle, keine Ahnung, alle deutschen Würmer sind und abgeschafft werden müssen, dann ist der Typ widerlich. Da muss man den rauswerfen und dann muss man da aufstehen und muss man sagen, ey, das geht so nicht. Fertig. Oder wenn ein Typ sagt, Frauen gehören, weiß nicht, Rechte abgenommen oder Homosexuelle, die seien keine Menschen oder Ausländer seien die Pest oder so, dann ist das dieser widerliche Typ und nicht alle, die auch in der gleichen Kneipe sitzen. Wenn die allerdings dann applaudieren, die in der Kneipe sitzen, dann ist offensichtlich die ganze Kneipe widerlich. Oder alle Applaudierenden zumindest. Und so ist es dann mit Ideologien oder ideologischen Taten eben auch. Ne? Es ist der Typ widerlich, die Person, ich spreche meistens im der, weil es bisher fast immer ausschließlich Männer waren, aber es gibt natürlich auch asoziale, widerliche Arschlöcher, also Frauen. Und dann ist der widerlich, der sie durchführt. Und alle anderen, die das in irgendeiner Form feiern, gut finden, dazu applaudieren oder sonst wie unterstützen, Geld geben, keine Ahnung. Diese Leute, das sind die Widerlichen. Und nicht die, die sagen, ey, ich habe damit nichts zu tun, ich will das selber nicht. Ich sehe nur so aus. Ich komme nur aus dem gleichen Land. Ich habe die gleiche Hautfarbe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das gleiche Band-Shirt an oder so ein Mist. Das sind nicht die, sondern diejenigen, die es gut finden und diejenigen, die es durchführen. Und dann ist auch wurscht, was die für eine Religion haben, was die für ein Aussehen haben. Das habe ich auch gerade schon gesagt, gell. Das wäre auch so der erste Punkt, der für mich mal abgearbeitet wäre, den ich mir aussprechen wollte. Und dann hatte ich eben von Argumenten oder Lösungsvorschlägen immer so gesehen, in Anführungszeichen bitte, gesprochen, die sich da im Netz ständig wiederholen. Und da möchte ich irgendwie auch noch was zu sagen. Und zwar fing das heute Nacht dann an, dass irgendwie fast jedes von diesen Argumenten so, der Staat muss doch. Deshalb habe ich das immer so als Aufhänger gemacht. Und zwar so, der Staat muss doch, aber alle Muslime oder Ausländer abschieben, weil da so ein Ding. Ne? Ja, genau, weil die Kriminellen, Ausländer oder Muslime oder wer auch immer, nach einer Abschiebung gewiss überhaupt gar keine Möglichkeit mehr finden würden, hier nach einer Abschiebung wieder reinzukommen, unbemerkt ins Land. Weil erstmal sind nicht alle Muslime kriminell. Das soll jetzt überhaupt gar nicht mitschwingen. Ne? Ich nehme jetzt nur das Argument, was im Internet stand, so ungefähr, ne? Und möchte sagen, das ist Quatsch. Es sind auch nicht alle Ausländer kriminell, sondern im Gegensatz, da ist ja immer nur ein Bruchteil kriminell. Und das ist bei den Inländern genauso wie bei den Ausländern oder bei den großen Menschen wie bei den kleinen Menschen. Das ist bei den Deutschen so, bei den Österreichern so, bei den Portugiesen, überall ist das so. Und ein Rechtsstaat mit Freiheiten, so wie wir sie haben und wie wir sie kennengelernt haben und wie wir sie gerne haben und gut finden, der darf niemand einfach so irgendeine Gruppe von Menschen einfach irgendwohin abschieben, weil er sagt, ja gut, das sind jetzt halt Muslime oder die haben alle schwarze Haare, die müssen jetzt alle weg hier. Das widerspricht nämlich genau diesen Freiheiten und Regeln, die wir uns aufgebaut haben und die es auch zu verteidigen gibt. Ein Rechtsstaat hat natürlich Probleme und macht auch Fehler hier und da, gar keine Frage. Aber pauschal irgendwen abzuschieben, das funktioniert A nicht und B löst das auch nicht das Problem. Warum? Ganz einfach. Die widerlichen Arschlöcher, die kommen einfach wieder. Denn wir können nicht einfach das Land zubetonieren. Die kommen einfach rein ins Land. Warum? Weil wir keine Mauer um unser Land haben. Wir haben zwar Grenzkontrollen oder man könnte Grenzkontrollen noch rigoroser durchführen, gar kein Problem. Aber als würde dann jemand, der hier Stress machen wollen möchte, als würde der dann über die Grenzkontrolle kommen. Der kommt natürlich genau über die Autobahn, wo dann die Grenzkontrolle ist, natürlich. Ist doch keine Lösung. Das scheint zwar auf den ersten Blick eine einfache Lösung zu sein, aber welche professionelle Kriminelle käme denn ja, bei Grenzkontrollen genau da ins Land? Wenn der rein möchte, dann geht er 2 Kilometer weiter rechts oder weiter links, einfach durch den Wald und schleicht sich rein und sagt da hallo. Ist doch Unsinn. Also wenn man keine Mauer um ganz Deutschland bauen will, kann man dieses Argument einfach nicht wahrnehmen. Das ist für die Tonne, dieses Argument. Und eine Mauer um unser Land, ja, das wäre ziemlich genau, wieder mal genau das, was dieser angesprochene Karren und eine Mauer um unser Land, das wäre ziemlich genau wieder der angesprochene Karren, vor dem man sich spannen lässt. Ne? Die Terror machen, die sagen, ja guck mal, jetzt haben wir die da, jetzt haben wir es geschafft, die bauen jetzt Mauern, die haben so viel Schiss vor uns, guck mal, die bauen Mauern, ey. Was, alles geschafft, ne? PS, freies Reisen wäre dann auch nicht mehr möglich, ne? Und
Zweites PS. Staaten, die Mauern hatten, haben auch Systemgegner in ihrem Land gehabt, die dagegen vorgegangen sind und Stress geschoben haben. Fragt mal diese DDR, die es mal gab. Es geht einfach nicht. Es macht keinen Sinn. Es ist kein Argument. Der Staat muss doch alle Gefährder verhaften. Da gab es durchaus ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, ein bisschen kann ich sogar nachvollziehen. Gefährder, ich habe jetzt so eine Definition für mich aufgestellt. Das ist bestimmt nicht die fachlich richtige Definition. Sind ja Personen, so verstehe ich das, die beschattet werden oder die man auf einer Liste hat, von denen man ausgeht, dass sie wahrscheinlich der Ideologie XY angehören und dann wahrscheinlich auch gewaltbereit sind und wahrscheinlich auch anfällig sind, wirklich mal was Krasses zu machen. Also das ist zumindest das, was ich unter Gefährder bisher immer verstanden habe. Und da fängt es ja auch schon mal an. Das ist immer so ein Wahrscheinlich. Ne? Da hat noch jemand, manche haben schon was getan, aber eher kleinere Delikte. Manche gehören irgendeinem Club an, aber haben noch nichts getan. Ne? Das sind dann also Indizien, aber keine Beweise für sowas Krasses wie gestern in Wien. Also beobachtet man eben diese Leute und gibt hier übrigens auch Gefährder aus allen möglichen Religionen, religiösen und politischen Ecken. Nur weil jetzt gerade so der islamistische Terrorismus Hochkonjunktur hat, heißt das jetzt nicht, dass alle Gefährder in Deutschland islamistische Terroristen sind, sondern wir haben auch andere. Das sollte man auch immer mal dazu erwähnen. Und aus der Definition, die ich da eben für mich so aufgestellt habe, ergibt sich eben zwei Problemstellungen. Und Problem eins ist zum Beispiel, man kann nicht einfach Leute wegsperren, weil es sein könnte, dass die mal was Schlimmes machen könnten. Das widerspricht wieder den ganzen Regeln und Freiheiten, die wir uns aufgebaut haben, wofür unsere Denk- und Lebensart steht. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Wer noch nichts gemacht hat, der kann nicht einfach weggesperrt werden, auch wenn man vermutet, dass er mal was machen könnte. Da müssen schon irgendwie handfeste Beweise her und das geschieht ja auch in Razzien und so weiter. Da werden auch Dinge, kommen Tage, die eben dann nicht durchgeführt werden. Wer übrigens mit so einer Denkweise oder wer das mal ein bisschen in Anführungszeichen nachempfinden möchte, dem kann ich nur Film empfehlen, und zwar Minority Report. Da geht es genau um sowas. Ne? Da wird jemand verhaftet, der angeblich in der Zukunft ein Verbrechen macht. Ja, schwierig. Oder auch Franz Kafkas Der Prozess. Da wird auch immer gesagt, ja, du bist ja der Schuldige. Du kommst jetzt in das Gefängnis, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. Wo fängt man dann an und wo hört man auf und wen nimmt man dann einfach in Gewahrsam? Das nächste Mal ist es dann der Mann mit dem Tattoo oder die Frau mit der Zigarette. Die sehen ja alle irgendwie böse aus. Die haben ja vielleicht auch was Böses im Sinn. Ne? Also ganz, ganz schwierige Sache. Problem B, was ich dann eben aus diesem wir schmeißen alle Gefährder einfach ins Gefängnis rein ergibt. Und das kann ich nachvollziehen, da bin ich hin und her gerissen. Da weiß ich auch nicht, was der richtige oder der falsche Weg ist, aber ich beschreibe mal, was ich dabei meine bei dieser zweiten Problemstelle. Es gibt Gefährder, die sind schon auffällig geworden. Also wirklich auch mit einer Straftat. Nicht nur, ich gehe jetzt immer mal ins gleiche Gebäude oder finde die Leute cool, sondern die haben wirklich schon was gemacht. Sondern ist die Frage, nimmt man die jetzt für kleinere Vergehen wirklich fest oder weist die aus oder so? Oder versucht man, die im Blick zu behalten und dadurch auf andere Gefährder oder vielleicht sogar das Netzwerk oder eben die Hintermänner zu kommen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation und ich möchte die nicht entscheiden. Ich bin da froh darüber, dass ich das nicht machen muss. Meines Wissens nach wurden durch gute Ermittlungs- und Polizeiarbeiten in den letzten Jahren genau durch so ein Vorgehen einige Anschläge in verschiedenen europäischen Ländern vor allen Dingen vereitelt, weil man es genauso gemacht hat. Man hat geguckt, wo gehen denn diese kleinen Ottos hin und wer sind denn die großen Ottos? Und was machen die und mit wem treffen die sich und wo treffen die sich? Und jetzt haben wir das Gefühl, jetzt müssen wir zuschlagen. Und da wurden, ich weiß nicht, ich habe keine Zahl bei der Hand, ich habe es auch nicht nachgeguckt, aber so wurden schon in Deutschland, aber auch gerade in den europäischen Nachbarländern einige Anschläge vereitelt, die vielleicht, wenn man diesen kleinen Otto festgenommen hätte, doch passiert wären, weil man dann eben gar nicht an die anderen Ottos gekommen wäre. Und von dem her scheint es ja irgendwie Erfolg zu bringen, diese Ermittlungsarbeit oder diese Gefährderarbeit. Wenn auch keine hundertprozentige Erfolgsquote, leider, um Gottes Willen. Aber die Frage, die ist ja dann auch, und das ist ja totale Spekulation eben, wären die passierten Anschläge trotzdem passiert, wenn man die auffälligen kleinen Gefährder schon dingfest gemacht hätte? Oder wären vielleicht sogar noch mehr passiert, weil man eben eine schlechtere Übersicht gehabt hätte und gar nicht dahinter gekommen wäre? Oder wären weniger passiert, weil man schon den kleinen Otto gecasht hätte und die anderen sich dann irgendwie nicht hätten koordinieren können? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gefühlt würde ich sagen, man hätte eher weniger vereitelt und man muss es genauso machen.
Das nächste Argument war, ja, der Staat muss doch die Grenzen schließen. Ja, das haben wir oben auch schon mal gesagt mit einer Mauer. Ne? Habe ich eben schon mal gesagt, mit einem freien Verkehr und Reisen wäre es dann vorbei. Man bräuchte eine Mauer ums komplette Land herum. Die müsste dann auch von hunderttausenden Leuten irgendwie oder von mehreren Dutzendtausend Leuten auf jeden Fall kontrolliert und im Blick gehalten werden. Wie soll das funktionieren? Wir sind ja keine Insel, wo du ringsherum nur Wasser hast und wo man in Anführungszeichen nur den Flughafen und nur mit Radaranlagen die Küstengewässer irgendwie überwachen müsste, sondern wir haben fast nur Landgrenzen. Dann geht man halt 500 Kilometer weiter im Norden oder im Süden oder im Westen im Osten durch den Wald oder auf einer kleinen Straße ins Land. Wenn du eine Mauer baust, wie soll das funktionieren? Ganz, ganz schwierige Sache. Sinnloses Argument. Und selbst ein abgeriegeltes System, ne, habe ich auch schon mal gesagt, hat Systemgegner innerhalb der Mauern. Und da gibt's und gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Aktionen. Nehmt euch mal ein Geschichtsbuch zur Hand. Der Staat muss doch, war dann das Nächste, uns mit allen Mitteln schützen. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber was sind denn alle Mittel? Die angesprochene Mauer, irgendwie totale Überwachung, Chips einpflanzen. Wie sehen denn alle Mittel aus? Was sind denn alle Mittel? Die Frage müssten mir vor allem immer die Leute beantworten, die jetzt hier in Corona-Zeiten schon wegen Mund- und Nasenschutzmasken seit Monaten Schnapsatmung bekommen und vom totalitären Staat reden und Freiheitsbeschränkungen faseln, weil alle Mittel, das so würde ich das so verstehen, das wären nämlich dann wahrscheinlich genau wirkliche, richtige Freiheitseinschränkungen und zwar bis auf Scheißhaus wirst du dann, das wären irgendwie alle Mittel. Was sollen denn alle Mittel sein? Ich gehe davon aus, ich habe da Vertrauen in den Staat, vielleicht liegt es auch an meiner Arbeit als Beamter und als Lehrer, dass die im Groben das Richtige tun. Natürlich machen die auch viel Quatsch, aber im Groben gehe ich davon aus, man will uns schützen. Aber was sind denn, erklärt es mir, falls ihr zuguckt, wer solche Argumente bringt, was sind denn alle Mittel? Ich habe bisher noch nicht gehört. Und dann das Letzte, was irgendwie auch in letzter Zeit immer mal wieder aufgekommen war, war doch sowas wie, der Staat muss doch die Todesstrafe wieder einführen für so Leute. Mhm. Und wer dabei angekommen ist bei den Forderungen, ja, dem ist meiner Meinung nach eh nicht mehr zu helfen. Der ist schon verloren. Da gibt es auch nicht weiter zu sagen, außer dass es Bullshit ist. Muss man sich nur mal die Länder anschauen, wo die Todesstrafe noch aktiv durchgesetzt wird und ob die oder was für Probleme die so haben. So, aber irgendwie kann es ja trotzdem nicht sein und es muss ja irgendwie Möglichkeiten geben, das zu verhindern. Und ich gehe davon aus, da gibt es Experten, die machen das schon. Und deshalb sind ja auch einige Anschläge vereitelt worden und wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Hundertprozentige Sicherheit gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber meiner Meinung nach gibt es drei Möglichkeiten, was man tun sollte oder noch verstärkt tun sollte, meiner Meinung nach, als kompletter Laie in der Sache. Und zwar wäre die eine Möglichkeit, alle Staaten müssten sofort unverzüglich aufhören, Waffen zu exportieren. Und zwar in egal welche Länder, weil jede Waffe, die rausgebracht wird aus dem Land, die kommt auch irgendwo vielleicht mal wohin, wo es nicht so ganz gedacht ist. Wenn jeder nur noch, stellen wir uns einfach vor, wenn jeder nur noch sein eigenes Militär und seine eigene Polizei bestücken würde, dann wäre das auf jeden Fall deutlich kontrollierbarer. Aber auch da, wir erinnern uns an die letzten Monate, verschwinden schon mal ein paar tausend Munitionskugeln und ein paar Dutzend Waffen. Dennoch, aus meiner Sicht wäre es dann wahrscheinlich, und das ist wichtig, wahrscheinlich, nicht, dass es so ist, sondern ich glaube, es wäre so, schwerer für so widerliche Arschlöcher irgendwie an Waffen dran zu kommen. Schwierig und utopisch. Dafür müsste man dann zusätzlich noch sofort aufhören, Kriege zu führen, denn dadurch entsteht ja erstmal Leid und erzeugt wieder Hass und Wut. Noch schwieriger und utopischer. Möglichkeit 2, die ich sehe, oder eine von den drei Sachen, dass alle Staaten sofort die Gelder von solchen Arschlöchern dingfest machen müssten, einfrieren müssten, die Geldgeber trockenlegen. Ja, wie legt man Geldgeber trocken? Keine Ahnung. Ich bin da nicht in der Materie drin. Aber so wie man halt Geldwäsche und jedes andere ähnliche Delikt irgendwie trockenlegen würde. Aber ich glaube, auch das hätte harte Eingriffe in die Rechte und Freiheit jedes einzelnen Menschen von uns. Und zwar fallen mir da direkt so Sachen ein wie, keine Ahnung, dass man kein Bargeld mehr hatte, damit man alles digital überwachen könnte. Das wäre wahrscheinlich wieder, ne, wahrscheinlich einfacher zu kontrollieren als eben Bargeldfluss. Aber da kommen die gleichen Leute, die dann sagen, ja, Moment, was ist denn da los? Keine Aktien, kein Bitcoins oder so ähnliche Anlagen mehr, weil einfach darüber auch viel Geld hin und her geschoben wird, ne? Keine Briefkastenfirmen mehr zulassen. Ja, das wäre jetzt zwar nicht so der Einschnitt in die Rechte und Freiheiten eines jeden Einzelnen, aber auch das ist so eine schwierige Sache. Das sind dann wieder, da wird wieder über, keine Ahnung, freie Marktwirtschaft oder sonstiges gesprochen.
Aber wie gesagt, das wären jetzt harte und krasse Eingriffe und ich glaube, das wären die einzigen Sachen, die man machen könnte, um wirklich solche Geldgeber trocken zu legen. Und ja, das möchte ich mal sehen. Ne? Hier in Deutschland, da springen sie schon im Dreieck, wenn du die 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen willst, weil man mehr Kosten hat durch die Dinger bei Transport und Herstellung, als sie wirklich Sinn ergeben. Ja, und dann kommen damit so Sachen wie, wir müssen jetzt mal Bargeld abschaffen, damit man das alles kontrollieren kann. Ich mag übrigens Bargeld auch. Also ich bin auch kein Fan, wäre da auch kein Fan von. Ja, das wären auf jeden Fall die beiden Möglichkeiten, die ich erstmal sehe. Und die würden ein globales Handeln erfordern. Das macht es ja noch utopischer. Und das, wenn man jetzt mal ehrlich nämlich ist, es gibt es in keinem Bereich der Politik und oder der Ökonomie. Und weil irgendwer immer irgendwo irgendwie dagegen ist, weil es dann weniger zu verdienen gibt oder die Rechte eben eingeschränkt werden müssten oder. Wie soll das funktionieren? Möglichkeit 3, die halte ich noch irgendwie am sinnvollsten und am nachvollziehbarsten und am ehesten umsetzbar, ist noch mehr Ermittlungs- und Polizeiarbeit machen. In allen Ländern und zwar zusammen und nicht jedes Land für sich. Weil das scheint ja in der Vergangenheit geholfen zu haben. Auch hier muss unbedingt mehr zusammengearbeitet werden, habe ich schon gesagt, von verschiedenen, möglichst allen Staaten. Aber meistens wird sich dann doch eben gegenseitig misstraut, ne? Oder man spioniert sich sogar direkt mal aus. Schwierig auf jeden Fall. Aber im kleineren Zirkeln scheint es ja immer mal wieder besser zu klappen. Gerade mit Nachbarländern oder engeren Partnerländern. Das klappt ja irgendwie doch immer mal wieder. Und wir hoffen, dass es jetzt mit Österreich auch gut klappt, dass wir als Deutsche sich da auch ein bisschen hintersetzen. Übrigens, das Beleidigen, Bespucken oder das gewalttätige Angehen von Polizisten und Polizistinnen hilft nicht bei der Polizeiarbeit. Also auch da, ne? Natürlich gibt es bei der Polizei auch widerliche Arschlöcher, aber es hilft halt nichts, die ganze Polizei dann anzugehen. Zu Ermittlungs- und Polizeiarbeit im weiteren Sinne zähle ich übrigens auch so Präventionssachen, also Aufklärung und Chancenbildung, weil man meiner Meinung nach dafür sorgen muss, dass diese widerlichen Arschlöcher erst gar keinen Nachwuchs haben. Und wie schafft man das? Man muss klare Regeln aufstellen in der Gesellschaft, aber auch sagen, ey, du hast jetzt irgendwie Unsinn gemacht, aber komm, ich zeig dir, wie es besser geht und ich nehme dich an die Hand und es gibt eine Chance, das alles irgendwie hinzukriegen. Hass entsteht nämlich im Kleinen und der entlädt sich im Großen, das hat mal irgendwer Schlaues gesagt, also so ähnlich zumindest. Und das hört sich jetzt erstmal nach Geschwafel und ja, du, ey, ja, bla bla an, aber letztendlich ist es genau das. Gesellschaften wie unsere, wie wir sie haben, unsere westliche, unsere offene, unsere tolerante, wie auch immer man die nennen möchte, unsere kriegsfreie. Wir haben seit Jahrzehnten keinen Krieg mehr. Vielleicht ist das einfach die schönste Beschreibung. Unsere kriegsfreie Gesellschaft, die konnte sich nur so entwickeln oder die ist nur so entstanden können, indem man einander bis zu einem gewissen Maße vertraut, indem man miteinander lebt, indem man gelernt hat, menschlich miteinander umzugehen und ohne solche Tugenden und Werte wäre das irgendwie als größere Gemeinschaft gar nicht erst möglich. Da würden wir in einer überschaubaren Gruppe zusammensitzen und irgendwie wir gegen die spielen. Das finde ich schwierig. Also Werte wie Menschlichkeit, wie Respekt, wie Ehrlichkeit, wie einfache Tugenden, die man vorleben und lernen muss, aber vor allen Dingen eben auch vorleben muss. Und da können wir direkt bei uns anfangen. Wenn ich mir jetzt so dann das Internet da anschaue, dann befürchte ich manchmal, dass genau solche Tugenden irgendwie schnell weggeworfen werden. Sobald da irgendwie ein Like-Button möglich ist, da vergisst man deine Prinzipien. Da wird dann von ganzen Völkergruppen misstraut, nur weil sie aussehen wie irgendein widerliches Arschloch, das irgendwie meint, irgendwen umbringen oder sonst was zu müssen. Lasst euch bitte nicht vor diesen Karren spannen. Lasst euch nicht vor den Karren der einfachen Lösungsansätze spannen. Es gibt in der heutigen Welt, in der globalen, offenen Gesellschaft einfach keine einfachen Lösungen. Und alle vermeintlich einfachen Lösungen, die führen meiner Meinung nach dazu, dass man Freiheiten und Rechte aufgeben müsste, für die man ja eigentlich einstehen und die man ja eigentlich verteidigen möchte. Also wenn ihr euch dann vor den Karren spannen lasst, mit dem Hass und der Wut beladen, dann seid ihr ja genau da, wo der Peitscher, der da auf dem Karren sitzt und der lenkt und der macht und tut, ne? Wo der euch hinhaben wollte. Und so traurig es ist, ich habe es eben schon mal gesagt, 100%ige Sicherheit wird es niemals geben. Die wird es meiner Meinung nach vielleicht nur geben, 100%ige Sicherheit, wenn man auch 100%ig Aufgabe der individuellen Rechte und Freiheiten mit einhergehen lässt. Und selbst da wäre ich mir nicht sicher, ob es dann so ist. Deshalb versucht selber ein Pfeiler in dieser Welt irgendwie zu sein, die ihr selber verteidigen wollt. Seid irgendwie ehrlich, seid respektvoll, seid Freundlichkeit, geht auf die Leute zu, seid auch gütig,
verzeiht auch mal, sagt auch mal, ja, war doof, aber ist okay. Aber auch standhaft und konsequent gegenüber Leuten, die genau diese Tugenden oder diese Werte nicht vertreten. Zeigt, dass es eben nicht egal ist, dass jemand über andere herzieht, über andere Völker, über andere Religionen, über andere Sexualitäten, über andere Geschlechter. Und so dann eben mehr Hass entsteht. Wenn ihr da selber noch mit aufsteht und dann sagt, ey, es ist klar, es ist Kacke, aber es sind nicht die, setze ein Volk ein oder die, setze sie eine Religion ein, sondern es sind einzelne dumme Netzwerke von asozialen Arschlöchern, fertig, basta. Das sieht man ja allein deshalb oder daran, wenn man schaut, wo ist denn im Nahen Osten was los? In Aserbaidschan. Ja. Oder wo auch immer noch gerade wieder der IS zum Beispiel unterwegs ist. Die schlachten ihre eigenen Glaubensbrüder und Schwestern, wenn man sie denn überhaupt Brüder und Schwestern nennen möchte, ab. Das sind also nicht die Muslime, die da irgendwas machen, sondern das sind die islamistischen Arschlöcher. Und es sind auch nicht die Deutschen, die irgendwas machen, sondern sind dann die Extremen, egal ob links oder rechts. Und es sind auch nicht die Türken, die irgendwas machen, sondern das sind die Personen, die was gemacht haben. Sagt auch Nein, wenn irgendwo Unrecht ausgesprochen wird und helft den Leuten, wenn jemand in Notlage geraten ist. Ich weiß, das lässt sich immer so oft sagen, aber wenn ihr irgendjemanden sieht, ey, dein Auto springt nicht an, kann ich dir helfen? Im schlimmsten Fall sagt er nö. Also im allerschlimmsten Fall haut er euch auf die Nase, aber wie wahrscheinlich ist das, dass der euch, wenn ihr fragt, ob ihr helfen könnt, einfach auf die Nase haut? Ganz ehrlich. Macht auf Dinge aufmerksam, auf Aussagen, auf Handlungen, die so einfach nicht richtig sind. Versucht's. Das wäre mein Plädoyer. Auch wenn es nur im Internet ist. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ja, ich habe mir einfach mal so ein bisschen den Frust von der Seele geredet, der mir da gestern irgendwie im Internet um die Ohren geflogen ist. Vor allen Dingen eben in den sozialen Netzwerken, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und da macht irgendwie eine Gruppe von Personen was und es wird eine viel, viel größere Gruppe von Personen direkt wieder alle in einen Pott geworfen und gesagt, das sind die, die muss man, weiß ich nicht, abschieben, entsorgen, wieder nach Hause schicken oder was auch immer. Wo ist denn dieses Zuhause von den Personen, die man da so abschieben will? Ganz viele haben hier ihr Zuhause. Ganz viele sind Kumpels von mir oder von euch. Manche vielleicht auch so auch in der Familie. Warum? Weil es einfach ganz normale Menschen sind. Und die gestern in Wien oder die vor wenigen Tagen in Frankreich unterwegs waren, sind keine normalen Menschen. Sind auch keine Kranken. Weil damit verharmlost man den ganzen Aspekt auch. Und sind einfach widerliche Arschlöcher. So, jetzt bin ich gespannt, wer bis hierhin zu Ende geguckt hat, sich den wirren Gequatsche vom Gary gegeben hat. Und wer es geschafft hat bis hierhin, dem sage ich Dankeschön. Ich gehe davon aus, dass demnächst auch wieder eine Folge fröhlichere Sachen hier online kommen werden. Aber das musste irgendwie jetzt mal raus. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das überhaupt online stelle. Wenn du bis hierhin ausgehalten hast, habe ich es offensichtlich online gestellt, weil es für mich komplettes Neuland ist, irgendwie so politisch auch ein bisschen was zu sagen und ja, nach einem Skript, aber ohne vorzulesen, zu hantieren. Irgendwie habe ich aber das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen brodelt in mir und es muss mal raus. Und wenn es online steht, dann hat sogar noch der Gedanke gesiegt, dass ich das Gefühl hatte, es ist vielleicht auch in gewisser Weise oder in gewissem Maße meine Pflicht als Lehrer. Da irgendwie auch zu sagen, Moment, ich sehe das anders als ein Haufen Leute im Internet. Okay, damit soll es aber jetzt auch gewesen sein. Der Gary meldet sich ab und ja, macht's gut, meine Lieben.